bei Entfernung von ca. 50 Metern. Er sinkt zusammen, setzt sich auf den Boden, legt die Waffe zunächst weg, nimmt sie dann aber wieder auf, als Polizeibeamte auf ihn zu kommen. Nachdem er in die Beine getroffen wurde, er hat also zwei Steckschüsse im Sprunggelenk des linken Beines und in die rechte Wade bekommen. Steckschüsse. Meine Damen und Herren, Notfallchirurgen haben mir gesagt, mit einem 9mm Patrone in beiden Beinen und dann noch im Sprunggelenk, das Knochen zerstört, haben sie wahrscheinlich gar keine Chance mehr, überhaupt aufzustehen. Geschweige denn zu rennen. Wenn dann vielleicht ein Humpel. Hier wird uns erzählt, Tim K. liegt schwer verletzt auf dem Boden, nimmt die Waffe auf, nachdem die Polizei kommt, rennt dann, wie auch immer, in einem Zickzack, wie auch immer, so schnell dem gesunden Polizeibeamten davon, dass sie ihn erst mal nicht mehr treffen und zweitens ihm nicht mehr nachkommen. Glaubt sie das? Ich glaube es nicht. Das ist ein Märchen. Was ist das für eine Geschichte? Ist das Superman oder was? Unglaublich. Notfallchirurgen haben sich die Hände über den Kopf zusammengeschlossen, geschlagen, die mir von dieser Geschichte erzählt haben. Es gibt ein Video, das anscheinend gedreht worden ist von einem Mitarbeiter von Aluminium Ritter, ist auch ausgestrahlt worden als erstes bei RTL damals, ging um die ganze Welt, ist zum Teil noch im Netz zu sehen, teilweise ist es auch ausgelöscht worden, habe ich gesehen bei meinen Recherchen. Und das zeigt einen Tim K., der wie zufällig eine Hand hebt, da an den Autos vorbeiläuft, er zeigt, er erwidert nicht das Feuer, obwohl Schüsse zu hören sind. Er geht auch nicht in Deckung, er präsentiert sich eigentlich den Schützen. Dann fallen zwei Schüsse, er sagt tatsächlich in einer Spiralbewegung zu Boden. Und das ist der Moment, wo die Polizeibeamten ihn in die Beine geschossen haben. Und dann kommt ein Schnitt. Und dann sehen wir ihn nachher nur noch tot auf dem Asphalt liegen. Ich hatte zu zwei Fragen. Erstens, warum fragt keiner, wer das Video geschnitten hat? Wer hat es gemacht? Wer hat die entscheidende Szene, die belegen kann, dass es ein Selbstmord war, geschnitten? Wer? Es ist doch der beste Beweis und der beste Beleg, den es überhaupt gibt. Wer hat es geschnitten? Ja, keiner befragt ist. Habe ich hinterfragt ist. Wer hat dieses Video geschnitten? Aber eklatant wichtig ist, dass dieses Video, das uns als reales Video ja auch verkauft wurde der Öffentlichkeit, auch über die Medien, dass dieses Video nicht mehr zur zweiten Version der Staatsanwaltschaft passt. Es passt zur ersten Version. Die erste Version, ich erinnere daran, sagt, Tim K., Feuergefecht, wird getroffen an den Beinen, erschießt sich. Die zweite Version der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsbehörden sagt, nachdem er getroffen wurde, steht er nochmal auf, geht ins Auto raus, erschießt dort zwei Menschen, geht dann wieder raus und setzt sich erst dann den finalen Schuss. Das heißt, wir haben ein Video, das mit der ersten Version der Staatsanwaltschaft zusammenstimmt, aber mit der zweiten nicht. Ja, was stimmt denn nun? Ist dieses Video gefaked? Ja, von wem und wie und weshalb? Oder stimmt auch die zweite Version der Staatsanwaltschaft nicht? Oder stimmt die erste, zu dem das Video gedreht wurde? Oder was? Keiner hinterfragt es. Es sind Dinge, die kann jeder sehen. Schauen Sie sich das an. Dieses Video stimmt mit den offiziellen zweiten Ermittlungsergebnissen nicht. Das ist fatal. Wenn ich jetzt Verschwörer wäre, würde ich sagen, alles inszeniert. Ich bin es aber nicht. Ich frage, wer ist für diese Panne, für diesen Skandal verantwortlich? Aber es geht noch weiter. Es wird, ich habe es in meinem Buch genannt, das Märchen von einem Schuhspitzenkick verbreitet. Und zwar ist es so, dass Polizeioberkommissar Otto W. laut Focus, der sich auf die endgültigen Ermittlungsberichte beruft, einen Schritt auf den Liegenden zumacht und kickt mit der Schuhspitze die Waffe weg. Tim K. liegt auf dem Boden, hat anscheinend die Hand auf der Brust mit der Waffe und der Kommissar kommt und kickt ihm die Waffe weg. Ich bin selber Kampfsportler, das geht gar nicht. Außer es sind bloß Szenen in einem Film. Es geht nicht. Wenn die Waffe in der Hand ist und ich kicke sie weg, das geht so nicht, dass dann die Waffe da irgendwie wegfliegt und keiner, das geht so nicht. Ich habe das einem Ermittler gesagt, der vor Ort war. Er hat mir dann gesagt, woher haben Sie denn diese Geschichte? Ja, da habe ich gesagt, von Ihrem Chef. Das ist also, ja rechtlich konstruiert. Dann sage ich, ja, rechtlich konstruiert. Dann haben wir, auch das wird von keinem hinterfragt, zwei Liegepositionen der Leiche. Auf Fotos, können Sie nachschauen, und auf Videos
ist im Kretschmer zu sehen, wie er gekreuzigt fast, gespreizte Arme, gespreizte Beine auf dem Asphalt liegt. Tot, wird uns gesagt. Die Kriminaltechnik hat aber andere Fotos veröffentlicht in den großen Medien. Da sieht die Leiche ganz anders aus. Geschlossene Beine, anliegende Arme. Es gibt also zwei Liegepositionen der Leiche. Ich frage mich, wie kommt das zustande? Hat hier ein Notarzt diese verschiedenen Leichenlagen zustande gebracht oder eben nicht? Aber wie kommt es zu einer verschiedenen Leichenlage? Normal darf die Leiche an so einem Tatort nicht irgendwie wahllos bewegt werden von irgendjemandem. Hat es jemand manipuliert oder eben nicht? Ein weiteres Rätsel, auf das ich keine Antwort gefunden habe, obwohl ich gefragt habe. Das nächste ist, es sind Fotos veröffentlicht worden, bei denen man Tim K. sieht mit einer blutenden Kopfwunde und Fotos, da gibt es dieses Blut nicht. Ja, was haben wir wohl? Hat er denn geblutet oder hat nicht geblutet? Fakt scheint zu sein, mit einem aufgesetzten Nachschuss in die Stirn gibt es natürlich äußere Verletzungen. Gibt es Stern- oder schmetterlingsförmige Hautaufreißungen, es gibt eine Stanzmarke vom Lauf, es gibt einen Schmauchring, es gibt auch an der Schusshand Verletzungen und Gewebeproben, die zu sehen sein müssten. Es gibt einen Schmauchring, es gibt auch an der Schusshand Verletzungen und Gewebeproben, die zu sehen sein müssten. Wir erfahren nichts. Wir bekommen Fotos, einmal mit Kopfwunde und einmal ohne. Welches ist denn nun richtig? Ich weiß es nicht. Eines ist falsch. Und wer hat das Falsche manipuliert und warum ist es in die Öffentlichkeit lanciert worden? Warum hat man nicht ein Foto mit blutender Kopfwunde einfach so, wie es ist, veröffentlicht, sondern ein anderes? Ich verstehe das nicht. Meines Erachtens, und da habe ich sehr lange recherchiert, kann eine Möglichkeit sein, ich sage bewusst, kann eine sein, dass Tim K. den ersten Kopfschuss überlebt hat. Ob er sich den selber gesetzt hat oder von den Ermittlungsbeamten, was wir nicht wissen, weil es wieder uns ja keine Auskunft gibt. Es gibt ja nur irgendwelche Zeugen, die gesagt haben, wir haben das gesehen. Die habe ich auch nicht sprechen können. Ich kann sagen, dass jeder zweite Kopfschuss überlebt wird. Da gibt es Studien, die habe ich alle. Jeder zweite Kopfschuss wird überlebt. Man ist noch handlungsfähig, solange das Stammhirn nicht getroffen wird. Das heißt theoretisch, wenn der Tim K. oder irgendein anderer ihm diesen Kopfschuss verpasst hat, könnte es sein, dass er noch gelebt hat. Und dass es dadurch zu dieser verschiedenen Leichenlage kam. Sprich, Fotos, gespreizte Arme und Beine, hat er noch gelebt, als das Foto gemacht wurde. Es kam zu einer anderen Bewegung von ihm und aus dem Grund gibt es eine differenzierte Leichenlage. Letztendlich weiß es aber nicht. Aber die Ermittler wissen es. Und auch diese Antworten müssen jetzt endlich mal gegeben werden, wie es zu diesen verschiedenen Leichenlagen kam. Tim K. ist nach der Obduktion natürlich auch eingeäschert worden. Gerichtsmediziner haben mir gesagt, damit sind alle Spuren verwischt. Keiner kann überhaupt jemals, wenn es Fragen, Zweifel gibt, an diese Geschichte rangehen. Das Einzige, was noch übrig ist, ist sozusagen das Gehirn, das zu wissenschaftlichen Zwecken von den Eltern freigegeben wurde. Das Unglaublichste an diesem Fall ist aber, auch das hat der Christoph Hostel vorhin angedeutet, dass die Opfer offiziell nicht obduziert worden sind. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, auf eine Obduktion der Opfer werden wir verzichten, um weitere Verletzungen der Angehörigen zu vermeiden. Die Leichen sind einen Tag später freigegeben worden. Unglaublich. Ein Fauxpas, ein Skandal, wo jeder Kriminologe, jeder Gerichtsmediziner sagt, das kann nicht sein, es wird Fragen geben, wir können sie nicht mehr beantworten, weil die Beweise spricht die Opfer nicht mehr da. Die sind weg, die sind beerdigt. Aber meine Recherchen haben klipp und klar ergeben, aus Ermittlungskreisen, dass es eine Schnelluntersuchung gegeben haben soll. Und zwar im Robert-Bosch-Krankenhaus eine Schnelluntersuchung. Ein Bestatter hat sogar öffentlich davon gesprochen, dass er die Leichen der Kinder ins Robert-Bosch-Krankenhaus in dieser Nacht fahren musste zur Obduktion. Es scheint also unzweifelhaft, entweder eine Schnelluntersuchung oder eine Obduktion gegeben zu haben. Die Behörden sagen aber, es gab keine. Jetzt frage ich Sie, warum nicht? Warum wird das gesagt? Wenn doch jeder Spezialist, Experte sagt, es muss eine Obduktion geben, kann doch die Staatsanwaltschaft sagen, wir haben so gut gearbeitet, wir haben sogar die Leichen obduziert, alles ist gut. Sie sagen das Gegenteil.